Wenn jetzt die Entscheidung kommt, ob man das zerstören oder erforschen sollte. Oh Mann, das wäre eine schwierige Entscheidung. Ich glaube, erforschen ist sinnvoller, aber es könnte uns echt in den Hintern beißen. Arsch beißen, wenn wir nicht aufpassen. Zerstören wäre halt ein für alle Mal sichergestellt und das würde Jarl wahrscheinlich auch besser finden. Puh, das wäre eine schwierige Entscheidung. Ich hoffe, ich muss sie nicht fällen. Aber wir kennen ja Mass Effect eigentlich. Die Entscheidungen waren noch nie wenige. Wenn es wichtig war, durften wir meistens entscheiden. Schon rauf hier. Und sie liegt da die ganze Zeit am Boden. Ich ignoriere das einfach. Oh, ein Behälter. Okay, jetzt aber wirklich. Können wir hier noch irgendwas scannen? Nein. Moschei. Ich habe sie. Wir holen sie hier raus. Kein Gefangener der Cat ist je wieder zurückgekehrt. Wir sind nur ihretwegen hier? Das klingt irgendwie falsch. Naja, ich bin neu hier. Diese Regel ist mir neu. Wie auch immer, uns bleibt keine Zeit. Wir müssen hier raus. Sofort. Ich bin nicht allein hier. Sie haben die gesamte Zelle entführt. Ihre Werte sind nicht gut. Ihr Immunsystem ist geschwächt. Es bleibt hier. Wow, was zur Hölle? Es ist für den Archon bestimmt. Einfach schießen. Sie kommt mit uns. Moment, ich will wissen, warum der Archon. Arrogante Dummköpfe, es ist ein Geschenk und Sie verweigern es ihnen? Sie verwandeln sie in Monster, die ihr Volk bekämpfen. Diese Erwählten erlangen eine Größe, die ihr Verständnis übersteigt. Ich war einst ebenso erbärmlich wie sie, doch die DNA des Archons ist mit meiner verflochten. Seine Größe erhöht auch mich, so wie die Erwählten, so wie eines Tages auch sie. Sie arrogantes Miststück. Komm näher, Arschloch. Wir sind stärker, als sie denken, oder sie glauben das wirklich. Moment, Sie glauben das wirklich, oder? Toll. Nur leider kann man Größe nicht erschaffen. Pathfinder, ich registriere mehrere Capkreuzer im Anflug. Okay, wir haben keine Zeit. Sie alle erwartet der Aufstieg. Sam, hat dieses Horrorszenario auch einen Ausschalter? Ich kann das EM-Feld auf Ihren Befehl hin überladen. Sie hatten versprochen, unsere Leute zu befreien. Uns fehlt die Zeit, hunderte Kapseln zu öffnen und in Angara darin zu helfen. Hören Sie! Lassen Sie den Tempel unversehrt und ich werde die Kapseln der Erwählten öffnen. Nehmen Sie sie mit. Nur verschonen Sie diesen heiligen Ort. Nein, er muss zerstört werden. Selbst wenn ich hier sterbe. Wir zerstören ihn ein andermal. Jetzt müssen wir die Leute retten. Wenn Ihr Plan scheitert, werden die Cat einfach weitermachen. Bei allem Respekt. Unsere Leute sind hier. Unsere Kämpfer. Unsere Wissenschaftler. Unsere Stärke. Und wir müssen die Entscheidung tatsächlich fällen. Jetzt kamen sogar noch ein paar zusätzliche Sachen dazu. Also, zerstören ist die sichere Option. Auch wenn da viele Leute geopfert werden müssen. Es ist die rationale Entscheidung. Auch wenn sie nicht besonders menschlich ist. Die Angara zu retten wäre eine gute Entscheidung. Nur die Gefahr ist so groß, dass sie einfach weitermachen und noch mehr darunter leiden müssen. Ich hoffe, es ist die richtige Entscheidung, die Angara zu retten. Uff, schwierig, schwierig. Die Angara retten, die Einrichtung zerstören. Den Cat und den Angaran einen Schlag verpassen. Oder nicht. Wenn man so denkt, wäre der Einrichtung zerstören sicherer, weil wir dann als Zukommnisse stärker wären.
werde die Angara retten. Hoffentlich ist der Preis nicht zu hoch. Na schön. Lassen Sie die Angara frei. Notfallabriegelung einleiten. Lasst die Erwählten frei. Jor, der Widerstand soll so viele wie möglich rausholen, bevor die Kette eintreffen. In Ordnung. Und danke. Auch ich danke Ihnen. Wie ich sehe, erkennen Sie langsam, welches Geschenk die Kette ganz Andromeda macht. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Du wirst nicht überleben. Das ist eine einfache Entscheidung. Sie hatte Schlimmeres verdient. Natürlich, aber wir hatten keine Zeit. Wir haben die Mortal. Es wird Zeit zu verschwinden. Schön mit der Carnifex. Oh Mann. Hoffentlich konnten wir wirklich viele retten. Da kommen die Kett. Sie werden uns nicht ohne Kampf gehen lassen. Ich bin mir nicht sicher, wie das hier ausgehen wird. Ich werde Ihnen helfen. Wir müssten siegen. Kommen Sie! Stellen Sie sich zu mir! Nein, Moschal! Schonen Sie Ihre Kräfte! Diese Entscheidung treffe ich! Irgendwas kann ich hier scannen. Wow. Keine Ahnung, was das hier bringt. Sie und Ihre Alien-Freunde sind regelrecht furchterregend. Ich finde einen Weg für uns. Hier entlang. Wow. Oh. Ich fände es irgendwie besser, wenn sie zurückbleiben würde für den Moment. Hier gab es Sachen zu scannen. Oder auch nicht. Bin verwirrt. Komm, wir gehen mal hier rauf. Zu der Plattform da! In Ordnung! Gute Idee! Bessere Position! Okay, da komme ich nicht hoch. Ich mache zu viel Blödsinn, glaube ich. Aber das liegt auch daran, dass das Spiel anders designt ist. Durch die Open-World-Sachen und die Scan-Sachen ist das so, dass man halt alles sich angucken muss eigentlich. Früher war das, dadurch, dass es so linear war, relativ einfach Sachen, also zu wissen, wann es komplett irrelevant ist. Ob man nun sucht oder nicht, da wird eh nichts sein. Aber hier ist es nicht irrelevant. Keine Ahnung, was sie da macht, aber. Sie haben die Moschei. Hekt! Schaffen Sie unsere Leute raus. So viele wie möglich, bevor Verstärkung eintrifft. Mach ich. Aber wir sollten diesen Ort zerstören. Weiß nicht so. Oh, Achtung! Irgendwas war zu scannen oder auch nicht. Vielleicht soll mir das auch nur zeigen, dass was los ist. Oh, verdammt, der kommt näher! Achtung, Leute, es wird ernst! Oh. Verstanden, Ryder. Wir schaffen das. Diese Typen verwandeln sie an Schaffen das. Hier geht noch mehr vor. Ja, die Eirochs. Ich bin nicht sicher, ob ich in diese Fabrik eindringen will. Oh. Zurück! Sonst wird es dir leid tun, du sture Mistgeburt. Okay. Luna. Komm schon. Wow. Viele Gegner. Oh, Überreste. Wow. Ich krieg leider, dadurch, dass wir von so vielen Seiten aus angegriffen werden, habe ich nicht wirklich die Chance, irgendwas auszuschalten. Und mir das einfacher zu machen. Oh. Wir sollen einfach nur abwarten. Ich bin verwundet! Ja, Cora auch. Wow, und ich anscheinend gerade auch extrem, weil einfach alles auf mich schießt. Pathfinder! Wir sind soweit! Holen Sie uns ab! Alles klar, wir sind unterwegs. Der Sturm wird schlimmer. Wir müssen von hier weg. Sofort! Okay, den haben wir wenigstens noch ausgelöscht. Zwei Kolosse. Okay, weg hier. Ha. Mann.
schaffen Sie sie ins Shuttle! Widerstandsteam, bitte kommen! Ich höre Sie. Alles läuft gut. Bringen Sie Ihr Team raus, bevor die Kette eintreffen. Kein Problem, wir schaffen das. Puh. Okay. Und normalerweise wäre das jetzt explodiert. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee war, den Turm stehen zu lassen. Oh Mann. Aber diese ganzen Angare werden sonst einfach draufgegangen. Und wir sind besser als die Cat. Der Streit tut mir leid. Was wir gesehen haben, war ein Schock. Ja, mein gebrochenes Herz wird niemals darüber hinwegkommen. Entschuldigen Sie uns, Lexi. Natürlich, aber überfordern Sie sie nicht. Sie ist noch immer ein wenig labil. Hat sie gerade gesagt, ich sei senil? Labil. Jol sagt, sie wären ein Pathfinder aus der Milchstraße. Können wir uns unterhalten? Ach, jetzt interessiert es Sie also, was ich zu sagen habe. Es war eine schwierige Entscheidung. Ich habe getan, was ich für richtig hielt, und ich stehe dazu. Dann verstehen Sie auch, wenn für mich die Zeit gekommen ist, das zu tun, was ich für richtig halte. Also diese Einrichtung, welchem Zweck dient das alles? Sie nennen es den Aufstieg und Sie betrachten es als ein großes Geschenk für diejenigen, an denen Sie ihn durchführen. Als Geschenk? Sie entführen uns. Sie verderben und zerstören uns. Oder diejenigen, die wir lieben. Ich kann nicht... Es ist ein komplexes genetisches Konstrukt, ein Austausch von Merkmalen, mit dessen Hilfe die Cat ihre Spezies weiterentwickeln. Sie stehlen also Gene. Aber warum? Reproduktion. Dominanz. Tyrannei. Auslöschung. Ja, und doch brachte mich der Archon nicht auf sein Schiff, um mich zu verwandeln. Ich wurde gefoltert, bekam keinen Schlaf und wurde immer wieder zu ihm gebracht. Er zeigte mir Reliktech und schlug mich, wenn ich nichts sagte. Oh. Oh nein. Relikte, natürlich. Er ist besessen. Wie Sie. Ja. Jol hat es mir erzählt. Sie wollen in Ayas Gewölbe. Wir brauchen ihre Hilfe. Meine Leute sind so weit gereist. Ohne ein neues Zuhause werden wir sterben. Und diese Reliktgewölbe könnten der Schlüssel sein. Ein Schlüssel, der uns allen weiterhelfen könnte. Ich habe Mitgefühl mit anderen. Im Gegensatz zu Ihnen. Was? Aber Gefühle dürfen der Wissenschaft nie im Weg stehen. Was zur Hölle? Ich bringe sie hin. Danke. Ja. Danke, Moschei Sefer. Sollten Sie weitere Fragen haben, ich habe kein Mitgefühl, warum? Beantworte ich sie Ihnen gerne, Pathfinder. Jetzt bin ich aber verwirrt. Oh, Datenpad? Sie schaffen das. Achso, von Harry, klar. Haben wir ja schon mal gelesen. Ich glaube, wir sind auch nochmal aufgestiegen. Ich speichere auch ganz schnell nochmal. Ja, sind wir. Zweimal? Einmal oder zweimal mindestens. Letzte Stufe der Überlastung. Mehr Schaden. Vor allem spezialisiert. Teamunterstützung. So. 2 Punkte noch in Offensiv-Tech. Ups. Aus Versehen noch verworfen geklickt. Naja, ich weiß ja, was ich haben will. Manchmal klickt es für mich nicht schnell genug. So. Cora hat 5 Punkte. Das reicht theoretisch, um ihre Offensivausbildung noch einmal vorzutreiben. Und auch praktisch reicht das. Mehr Schadenswiderstand klingt fair. Klingt nach der besseren Entscheidung. Jarl. 4 Punkte. Der Racheangriff.
Häufiger ist besser.